Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück in Alexandria bei Final Fantasy 9 und wir stehen kurz davor, dieses Buch hier anzusprechen, wofür wir jetzt hier und heute die letzte Gelegenheit für haben, obwohl Alexandria gerade in großer Gefahr ist, aber das lasse ich mir nicht entgehen. Na komm, ach da. Jemand spricht dich an. Wenn du glaubst, ein guter Kämpfer zu sein und es mit mir aufnehmen zu können. Moment, ich habe was vergessen. Und es mit mir aufnehmen zu können, so finde heraus, wie gut du wirklich bist. Ja, so gut bin ich nun auch wieder nicht. Feile noch an deinen Kräften. Einen Moment. Eine Sache wäre da noch, die ich vorher erledigen möchte. Wo ist es denn? Gift und Galle will ich auf jeden Fall anlegen. Definitiv. Da ist es auch nicht angelegt. Gift und Galle. Er hat es angelegt. Obwohl Autopotion wäre eigentlich jetzt für diesen Kampf ganz gut. So. Anlegen. Gift und Galle. So. Lassen wir so, ne? Ich hoffe, das reicht dann auch so. Das werde ich. Jetzt geht's rund. Wir kämpfen gegen ein riesiges Buch. Interessant, ne? So, und zwar ist das nicht irgendein Buch, sondern Alexandrikon. Und wir müssen ihnen eine bestimmte Anzahl an Schadenspunkten zufügen, ehe es die richtige Seite öffnet. Und in der Zeit sammelt sich Vivi mal. Ether geklaut. Schön, dass er klauen kann. Papier? Nein. Der Gegner ist ziemlich hart. So. Nein, nicht kontern. Mist, er hat Konter an. Verdammt. Wieso hat er Konter an? Hätte ich mal eher dran denken können. Denn wenn die richtige Seite geöffnet ist. Seite 93? Nein. Die Seite ist leer. Dann dürfen wir ihn nicht mit physischen Attacken angreifen. Zumindest wäre das sehr unklug. Denn dann schließt sich das Buch sofort wieder. Und ihr merkt ja schon, das Vieh hat eine sehr hohe Abwehrkraft. Deswegen ist es schlecht, dass sie dann Kontern angelegt hat. Todesurteil, ja. Wenn es weiter nichts ist. Schauen wir mal. Nicht sterben. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Verfehlt. Super. Dann greif mal an. Du klaust nochmal. Ich sollte abwarten. 115. Okay, es ist noch nicht so weit. Sammeln, ja. Ich warte mal Mahogans Angriff ab. 34. Nee, wir können nochmal. Oh, wow. Ein Schadenspunkt. Toll. Der öffnet sich nämlich, wenn er Schaden erlitten hat, zwischen 150 Schadenspunkten und 200. Dann erst öffnet er sich. Richtig. Oder es. Das Buch. Bitte verfehle. Please. Shit. Ja. Dann klau du doch nochmal. Ja, und du gammelst in der Zeit vor dich hin. Ups, aufgeflogen. Hallo. Sieht aus wie ein Mäuschen, ne? Wir werden mal ab. Du wärst auch mal ab. Diebstahl fehlgeschlagen. Schade. Deswegen habe ich Gift und Galle angelegt. Der greift jetzt sehr viel mit Gift an. Haha. So, wir machen mal Feurer. Du klaust weiterhin fleißig. Uiuiui. So, und du? Was machst du? Du stirbst gleich. Dann kannst du ihn ja heilen.
Mahagon ist doch schon tot. Was soll das? Da, jetzt fällt er um. Auch schön. Und du heilst dich mal. Klaut sie dann. Klau, was das Zeug hält. Was war das nochmal? Genau, führt Regina aus der Alm. So, und am besten konzentriere ich mich jetzt mal darauf, dass sie dann auch noch die anderen Gegenstände von ihm klaut, die ich haben möchte. Denn sonst haben wir den, glaube ich, gleich schon schnell besiegt. Ich schneide euch in der Zeit mal raus, bis sie dann hier mal in die Pötte gekommen ist. Tja, Zidane hat heute nicht so wirklich Bock. Also würde ich sagen, hauen wir jetzt nochmal rein. So, physisch angreifen ist sehr doof, deswegen schützen wir uns. Ja, Diebstahl fehlgeschlagen. Das lese ich seit einer halben Stunde. Mann. Heute ist nicht sein Tag. Und ich merke gerade, wenn ich mit Vivi ganz viel sammel. Oh nein. Jetzt geht er wieder zu, verdammt. Also ich habe jetzt mit Vivi mich ohne Ende gesammelt, aber das Maximum scheint zumindest bei der Attacke Feuerer auf dem Level 4000 Schadenspunkte zu sein. Weil ich habe mich hier gesammelt wie bekloppt und die Attacke wurde nicht stärker. Der Zauber wurde nicht stärker. Naja. Und diese Attacke, ne? Ich hasse sie. Abgrundtief. Und ich muss... Ui! X-Tag. Flächenvisier. Almosen. Cool. Aber meine Gill möchte ich nicht so gern aus dem Fenster werfen. Aber guck mal, wie er aussieht. Holla die Waldfee. Wir werden normal mit ihm angreifen. Und ich bin zwischendurch auch einmal gestorben, weil dieses Vieh hat auch eine Attacke drauf, die nennt sich Todesurteil. Habt ihr, glaube ich, auch mitbekommen. Und das ist recht häufig passiert, bis dann nur noch einer am Überleben war und auf den auch noch Todesurteil gesprochen wurde. Und die Zeit reichte nicht, um die anderen wieder zu beleben. Zumindest nicht insoweit wieder zu beleben, dass die auch wieder halbwegs viele HP haben. Das war nicht so gut. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, gehst du das Ganze nochmal an und legst Autopotion noch zusätzlich an. Ich möchte erst gucken, wie viel Mahagon abzieht. Aua. Ich würde sagen, ich heile ihn mal. Ui, 52. Das ist eine Menge, aber noch nicht genug. Es sieht ein bisschen aus, als ob Mahagon nackig wäre. Hoffen wir es mal nicht. Da immer Regina ist natürlich immer schön. Danke, liebe Freya. Und du kannst im nächsten Moment eigentlich schon angreifen. Oder? Böse, böse, böse. Ah, wir haben ja Autopotion. Dauert jetzt ein bisschen natürlich, weil alle Autopotion angelegt haben. Aber hey, besser als zu sterben. Außerdem ist Alexandria in Gefahr. Und wir treiben uns hier stundenlang rum und schlagen uns mit einem Buch. Gibt's doch nicht. Jetzt mach mal hinne da. Dankeschön. Ja. Angriff.
Diebstahl fehlgeschlagen. Ja, wer hätte es gedacht? Ach, Zidane. Das war's noch nicht. Okay, dann können wir nochmal klauen. Ich nehme extra keinen stärkeren Zauber, in der Hoffnung, dass ich halt noch die letzten Gegenstände an mich reißen kann. Aber ich glaube, gleich ist es vorbei. Ja, es ist vorbei. Tschüss! Schade. Aber hey, das gibt sogar Erfahrungspunkte und das nicht gerade wenig. Und 30 AP. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat, ja? Also wirklich. Plus Ability Up, ne? Und wir bekommen die Hermesstiefel dafür. Das ist ja auch nicht ohne. Also dieser Kampf lohnt sich definitiv, auch wenn er ein bisschen härter ist. Ein verlässlicher Kerl. Ja, danke schön. Dann wollen wir mal... Ui, fast voll. Cool. Dann wollen wir mal kurz schauen, was wir hier noch lernen können. Na komm schon, hier muss doch noch was sein. Ja, hier. Immer Levitas. Nice. So, weiter geht's mit dir. Hier lernst du auch was. Bestientöter. Sehr gut. Adrenalin. Auch sehr gut. Ability Up. Noch besser. Na, da sitzen wir noch dran und da auch. Du hast keine neuen Stöcker, ne? Nein. Ach, Mann. Komm schon. Du musst irgendwas haben. Hier. Immer hast. Oh ja, die Hermesstiefel. Immer hast ist wunderbar. Hier. Vollmond. Nein, 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 nein. Das hier. Exorzismus. Das nehmen wir. Oh, hier lernst du noch Konter, aber da lernst du auch Konter. Machen wir mal hier Pokerherz. Gut. Gut. Super. Und wir nehmen die Autopotion wieder raus. So, Autopotion. Potion. Raus. Was machen wir denn rein? Was war Pokerherz jetzt nochmal? Manchmal steigt oder fällt die Verteidigungskraft. Pokern, ne? So, hier auch noch. Autopotion raus. Ability Up rein. Autopotion raus. Nix rein. Gut. Wollt ihr nicht fliehen? Verstehe, dann werde ich flüchten. Ja, tu das. Tu das. Wir retten euch. Bitte? Hier ist es gefährlich, meint ihr? Ja, ist es. Gut. Flieht! Flieht! So, nun wollen wir zu Lilly. Endlich zu Lilly. Und den Fortschritt erstmal abspeichern. Oh ja. Ich meine, es war ein recht harter Kampf eigentlich. Und das möchte ich sicher haben, bevor irgendwas passiert. So, danke schön. So, hier bitte. Danke. Und weiter geht's. Tschüss. Bring dich in Sicherheit, kleiner Mogri. Auf zu Lilly. Hier ist sie lang, ne? Ich frag mich, ob ich jetzt hier durchkomme. Ja. Aber nicht hier runter, oder? Bewegt sich nicht. Ja, das wäre auch komisch gewesen jetzt in diesem Moment. Hier geht's nicht lang. Okay.